Wir sorgen dafür, dass hier die komplette Telekommunikation funktioniert, die Übertragungstechnik, dass da alle Daten übertragen werden und die Signale so leuchten, wie sie leuchten sollen. Fehlermeldungen an die richtigen Verantwortlichen geschickt werden. Das ist so das, was wir hier gebaut haben. Also im kompletten Projekt ist die Aufgabe die komplette Ausrüstung, TK-Ausrüstung, angefangen von der Kabelanlage bis hin zur Einbruchmelde, Brandmelde, Schließsystem, Schränke für die Übertragungstechnik und für die DB-Maß sowie das Betonschalthaus. Also die Aufgaben waren angefangen von der Koordination, vom Betonbau, vom Krandienstleister, von unseren Tiefbauern bis zu den eigenen Monteuren. Ich bin Pascal Holz, bin Kabelmonteur und bin seit Ende August 2017 bei der Axans. Gelernt bin ich Kfz-Schlosser. Meine typischen Tätigkeiten sind Umschaltungen, also TK-Umschaltungen, Muffen bauen, Abschlüsse bauen, Köpfe, WETVs, alles Mögliche. Also Herstellen der Standfläche, das war eine große Herausforderung, weil wir hier fast 1200 Tonnen Schotter einbringen mussten auf das Feld, damit wir die Standfläche gewährleisten können für den Kran. Herstellen der Baugrube. Ja, ich persönlich habe sowas noch nicht erlebt, wenn sowas mit dem Kran gestellt wird und auch in dem Bereich da oben extra hier noch alles vorbereitet, der Boden und sowas, habe ich zum ersten Mal gesehen. Also an Technik kommt in dieses Betonschalthaus die Übertragungstechnik, dann kommt noch die DB-Maß rein und die ankommenden, abgehenden Kabel zu den Nachbarstellwerken oder Betonschalthäusern. Bei dem Mitbewerber, wo ich vorher war, gab es die Chance, nicht Richtung Montage zu gehen, da war ich reiner Kabelzug. Ja, deshalb habe ich dann letztendlich mich entschieden, zur Axians zu kommen. Ja, ist abwechslungsreich. Also ich mache das für die Bahn und für die Autobahn. Dadurch ist ein bisschen Abwechslung drin. Man sieht viel von Deutschland, bin viel unterwegs. Die Kollegen sind super in Ordnung. Ich fahre gerne zur Arbeit.